Hallo allerseits. Heute möchte ich euch in Bootstrap ein cooles Feature zeigen. Und zwar nennt sich das Karussell. Ihr seht im Hintergrund schon, was das genau ist und kennt es wahrscheinlich von verschiedenen Websites. Es ist so ein Slider von verschiedenen Bildern und Texten, die automatisch oder eben auch manuell, wenn ich da drücke, sich verschieben. Und das ist eine sehr coole Sache. Im Hintergrund wäre es sehr aufwendig zu programmieren. Mit Bootstrap kann man es sich sehr einfach zusammensetzen mit ein paar wenigen Zeilen HTML-Code. Schauen wir uns doch mal schnell an, wie das aufgebaut ist. Ich kopiere jetzt den Text von W3 Schools in das Bracket rein und erkläre es dann da, wie das aufgebaut ist. Und zwar wie folgt: Ihr habt oben entsprechend ein Div, was das ganze Karussell umfasst, in der Klasse Karussell und Slide. Das sind schon erste Eigenschaften, die da dem Karussell mitgegeben werden. In dem ersten Block hier werden die Indicators gezeigt. Indicators, das sind die Elemente, die unten dargestellt werden. Die zeigen, wie viele Bilder oder wie viele Items in diesem Slider, in diesem Karussell drin sind. Dann haben wir die Slideshow, die einzelnen Elemente eingewickelt in ein Karussell-Inner-Klasse und dann innerhalb von diesen Divs Karussell-Item, Active, das ist quasi das erste Item, das wird dann dargestellt. Und das letzte Teil ist dann noch die Controller, also die Pfeile rechts und links, damit man die auch ein- und ausschalten kann oder noch etwas verändern kann. Auch die sind hier steuerbar. Jetzt, wenn wir das irgendwann anzeigen, haben wir die einzelnen Bilder nicht gespeichert, aber ich habe einige vorbereitet, darum werde ich jetzt die da anzeigen. Los Angeles brauchen wir nicht. Dann noch das zweite Bild, Image 2 ohne Text und noch das Image 3, genau auch nochmal ohne Text. So, und jetzt seht ihr da schon rechts in der Vorschau, wie das Karussell bei uns aussieht. Was man hier noch nicht sieht, ist der zweite Pfeil, der ist hier hinten versteckt. Damit der zum Vorschein kommt, muss ich das Karussell ein bisschen kleiner machen. Mit Style können wir das ja anpassen. Die Breite beispielsweise auf 500 Pixel. So. Und machen dann Reload, genau. Jetzt sehen wir die beiden Pfeile, können da also zwischen diesen einzelnen Items rumklicken und haben die Möglichkeit, jetzt auch Dinge anzupassen. Beispielsweise, was man oftmals will, ist ein Text anzeigen unterhalb einem Bild und das nennt sich dann entsprechend Div 1 Caption-Klasse machen wir da. Karussell Caption und können dort entsprechend Inhalte reinschreiben. Eben in dem Fall wollen wir beispielsweise einen Text und schreiben da ein Hans Meier. Wie das aussieht. Jetzt wechselt das. Vom ersten habe ich noch kein Caption und beim zweiten sollte da unten jetzt ein Caption erscheinen. Genau. Wenn wir den ersten auch noch wollen, dann schieben wir da noch, kopieren wir das noch rein. Person 1 beispielsweise. Jetzt ist sie da angezeigt, das ist nicht so gut sichtbar, deshalb machen wir da vielleicht noch eine Klasse Text Dark beispielsweise. Dann sollte der Text dunkel angezeigt werden, genau. Und wenn wir jetzt noch einen Link hinzufügen wollen, dann könnte man das typischerweise hier oben machen. Ref Website und
Diesen Link werden wir dann unten wieder. Schieben das ein bisschen rein. Und jetzt gibt es da einen Link. Also wenn ihr hier drauf drückt, springt ihr dann auf diese entsprechende Homepage.html. Egal. Voilà, ihr springt dann auf diese Seite. Oder wenn ihr einen Link bei der anderen Seite wollt, ich kopiere jetzt das einfach mal ein bisschen schnell darum. So, könnt ihr da auch einen zweiten Link einbauen. Hier ist die erste Seite und hier ist die zweite Seite. Gut, und jetzt gibt es noch verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten bei diesem Karussell. Ihr könnt noch die Geschwindigkeit beispielsweise ändern, indem ihr da oben beim ersten Teil Data Interval ändert. Das ist in Millisekunden. Default sind 5000 und jetzt machen wir mal zum Beispiel eine Sekunde und dann soll er da zum nächsten switchen. Voilà. Funktioniert wieder alles. Und wie gesagt, das Ganze dreht ein bisschen schneller, das Karussell, weil ich hier nur noch eine Sekunde habe. Wir können es noch schneller machen. Halbe Sekunde. Ja, viel schneller geht es fast nicht mehr. Oder wir können es auch eben, wie gesagt, ganz langsam machen. 5 Sekunden. Und dann haben wir lange Zeit, die schönen Bilder anzuschauen. Eine Einstellung ist noch, wie ihr beispielsweise mit der Maus, wenn ihr drauf geht, stoppt das Ding ja. Wenn ihr das nicht wollt, diesen Effekt, dann könnt ihr den abschalten, indem ihr sagt Data Pause, wenn ihr False macht. Jetzt dreht das Karussell immer weiter und es kann quasi nicht gestoppt werden. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr das auf der Bootstrap-Seite anschauen. Da gibt es noch verschiedene weitere Tipps und Tricks. Auch auf der Karussell-Referenz-Seite könnt ihr Dinge einsteuern, bis hin zu JavaScript-Befehlen. Viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.